Meine Damen und Herren, liebe Bach-Kantaten-Fans, herzlich willkommen zur Märzkantate. Und vielleicht haben Sie auch ein bisschen gestaunt wegen des Titels dieser Kantate für Trinitatis, O heiliges Geist und Wasserbad. Niklaus, Wasserbad, wie würdest du uns das theologisch erklären? Ja, wir haben ja in dem Einladungsbrief, haben Konrad Humlow und Juan Castinera haben gesagt, dass das für heutige Ohren fremd, ja, gewöhnungsbedürftig ist und das stimmt. Man denkt da an spirituelle Badezusätze, aber das ist nicht gemeint. Es ist eine große Thematik, eine wichtige Thematik, nämlich die der Taufe natürlich. Und die Leute wussten das auch, denn sie wussten Trinitatis, der Sonntag, da ist die Taufe im Zentrum. Die meisten wussten auch, dass Johannes 3, das Gespräch mit Nikodemus, die Textgrundlage ist, das Evangelium. Und es gab, und das ist interessant, damals auch so wie kleine Büchlein von Salomon Deiling, das wurde ausgehändigt, wo jeder Sonntag beschrieben wurde. Am Fest der heiligen Dreieinigkeit, erstens die Glaubenslehre. Wenn du wirst neu geboren durchs Wort und Sakrament, sollst du nicht sein verloren, beharre nur bis ans End. Zweitens die Lebenspflicht, also die Ethik könnte man sagen. Macht Herz und Leben neu und wandelt stets im Geist, der wird von Herzen fromm, der neu geboren ist, und dann nach der Ethik der Glaubenstrost, also die Innerlichkeit, die Spiritualität. Nun bist du Gottes Kind, dir steht der Himmel offen, denn wer an Christum glaubt, hat Trost und Heil zu hoffen. Die Leute wussten das und deshalb konnten sie das gleich einordnen, nämlich es geht um die Taufe. Und bei der Taufe geht es um das Neugeborenwerden. Wir werden nachher ja wahrscheinlich auf den Johannestext noch ein bisschen eingehen. Salomon Deiling, eine wichtige Persönlichkeit im Leben Johann Sebastian Bachs. Wäre ich Johann Sebastian Bach, wäre das dann Karl Graf, mit dem ich sicher 30 Jahre zusammengearbeitet habe. Nun, Karl Graf nannte sich sicherlich nicht eine Magnifizenz, oder wie heißt das, im Buch, das musst du noch schnell lesen, sein Titel sozusagen, das war der Superintendent in Thomas, zu St. Thomas in Leipzig. Seiner Magnifizenz Herrn Dr. Salomon Deiling, Theologie des Kur- und Hochfürstlich-Sächsischen Konsistorii Assessore des Hohen Stifts zu Zeitz Kanoniko, also ein Kanonikus, Pastor zu St. Nikolai und der Leipziger Diözese, hochverdienten Superintendenten. So möchte ich auch mal daherkommen. Ja, das musst du nur einrichten. Jedenfalls eine bewegte Musik. Und ich glaube, dieses Spiel des Wassers ist im Thema gut zu hören. Es beginnt ohne jegliche Begleitung, nur mit den ersten Violinen. Lieblich aufsteigend, o heiliges Geist und Wasser. Bei Wasserbad haben wir diese Schlangenbewegung. Wenn wir es analysieren, haben wir hier eine Öffnung nach oben. Jetzt eine Öffnung nach unten, ja, da, 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 da. Die beiden Halbkreise geben dann das Ganze. Das Faszinierende ist, dass die zweite Geige dann kurz später drauf einsteigt. Mit der genau gleichen Melodie wie in einem Kanon. Was machen die Bratschen? Sie erraten es sicher. Da,
Jetzt die ersten Geigen. Ja, wunderbarer Überschwung. Und jetzt kommt die Sängerin. Oh, heiliges Wasser und Geistesbad. Wenn Sie jetzt einmal das Luzogramm, das Sie vielleicht ausgedruckt haben oder sonst auf Ihrem Computer finden, anschauen, bei Alfons sehen Sie diese Bewegungen. Ich habe es eingespielt und kann Ihnen das Vorspiel vorspielen. Die zweiten Geigen. Jetzt die Bratschen. Die Celli und der Kontrabass. Jetzt die ersten Geigen. Die Sängerin. Oh, heiliges Geist und Wasserbad. Das Gottesreich. Es ist ein Kanon, es ist eine Fuge und es ist ein Wasserbad und es ist alles in der gleichen Höhe. Mal kommt diejenige Stimme nach vorne und die andere Stimme kommt nach vorne. Und ich habe den Eindruck, dass der junge Bach hat das 1715 in Weimar geschrieben, sehr fasziniert war von dieser Situation. Wie stelle ich so etwas dar? Wie wirkt diese Musik auf dich, Niklaus? Eben, wenn man die Überraschung ein wenig ablegen kann über diesen Titel, dann fragt man sich, wie kann dieses Geist- und Wasserbad dargestellt werden? Ich finde es unglaublich lebendig. Ich finde es auch geprägt von einer großen Zuversicht und Fröhlichkeit. Es hat mich sehr beeindruckt, wie Salomon Frank, das ist der Librettist, der Weimarer Dichter, auch Bibliothekar, wie er sich durch diese fünf Sätze hindurch eng ans Johannesevangelium hält und diese Thematik des Neugeborenwerdens, dass er das auf eine sehr interessante Weise aufnimmt, dass er die Sündentheologie einbaut, da werden wir nachher noch drüber sprechen. Aufs Gesamte gesehen finde ich sehr eindrücklich, wie die Musik vielschichtig ist, wie sie sozusagen das Neue, was mit diesem Neugeborenwerden einherkommt, wie sie das hörbar zu machen versucht. Es gibt zum Beispiel im Text die Stelle und uns ins Buch des Lebens schreibet. Das ist, glaube ich, auch ein Bibelzitat, oder? Ja, das ist ein eindrückliches Bibelzitat aus der Offenbarung, aber auch schon im Philipperbrief. Und es ist eine schöne Vorstellung. Es ist nicht nur dahingesagt, sondern es ist eingeschrieben in dieses Buch des Lebens. Es gilt wirklich. Wie macht das Bach? Gleich nach dieser Stelle, die ich Ihnen vorgespielt habe, kommt die Sängerin und macht Folgendes. Und uns ins Buch des Lebens schreibt. Und heute Abend, wenn Sie dann das ganze Orchester hören, werden Sie merken, dazu kommt ein wunderbarer Kontrapunkt der Violinen. Was war das jetzt aber? Sie merken, das hat doch etwas zu tun mit dem Hauptthema, aber es ist nicht genau das Thema. Hören Sie den Unterschied. So beginnt es. Und jetzt. Die sogenannte Umkehrung. Die Noten, die von unten her kommen, die kommen jetzt von oben. Also wie eine Art von Antwort vom Himmel. Und Sie würden sich vorstellen, wenn Sie das Aliminientli singen. Aliminientli, schwimme du vom See. Ich spiele Ihnen jetzt die Umkehrung. Ali mini endli, schwimme du
frömmsten. Ja, das ist die Umkehrung, das kann man nachvollziehen. Und hier, glaube ich, will Bach etwas sagen. Es kommt hier von unten, nachher kommt es von oben. Und ich habe wirklich das Gefühl von Embracement. Man wird umarmt. Und das Buch des Lebens, dieser unglaublichen Koloratur, Sie werden es heute Abend hören. Oder noch ein weiteres Detail. Es kommt dann das Thema O Flut, die alle Missetat durch ihre Wunderkraft ertränket. Was bedeutet das eigentlich, Niklaus? Man muss sich vorstellen, Taufe ist nicht so wie heute, wie ich das mache mit 4, 5 Tröpflein, eine relativ, wie soll ich sagen, feine Sache, sondern es ist eine dramatische, symbolische Aktion, dass ein Mensch im Jordan untergetaucht wird, untergeht, alles wird abgewaschen und er kommt wieder hoch und atmet neu, ist neu geboren, bekommt dann sogar in der Antike weiße Kleider. Der Psalm 23 wird über ihm gesprochen. Insofern ist es eine dramatische Sache. Die Flut heißt, hier wird wirklich etwas weggeschwemmt und es kommt etwas Neues hinein. Deshalb Buch des Lebens. Wie macht es Bach? Ein neues Thema. O Flut, die Halle. Wir haben dieses mit der Geige, es wird natürlich selbstverständlich bei Bach immer etwas imitiert, wir haben immer die Antwort der anderen Stimmen. Und dann kommt eine ganz eindrückliche Sache, auch schon in diesen jungen Jahren hat Bach mit der Harmonie gearbeitet. Dann heißt es, alle Missetat durch ihre Wunderkraft ertränket. Die Missetat, hören Sie doch einmal zu. Verminderter. Neapolitaner, hier auch, der Neapolitaner hat immer etwas Bedrohliches, etwas Trauervolles und auch schon hier wird er dargestellt. Vergessen Sie, was der Neapolitaner ist, es könnte auch ein feines Schöckeli sein, hier ist es ein eindrücklicher Akkord. Und hören Sie, wie das klingt. Ihre Wunderkraft. Tam tam pam ra di da da di 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 da di da ra da 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 di di di. Und dann kommt dieses Thema wieder dazu und dann kommt das nächste Thema wieder dazu. Großartige kontrapunktische Leistung, bringt es aber hier in einen Triosatz, dann wieder die fünfstimmige Fuge. Man sieht, ein junger Meister, 1715, da war er 30 Jahre alt, wenn man sich das vorstellt, hatte schon sehr viel Erfahrung. Ein prachtvoller erster Satz und dann kommt nachher die Keule. Was für ein Akkord? Septakkord. Ja, verminderter Septakkord. Verminderter Septakkord. Ja, genau. Immer das Gleiche. Die sündige Geburt verdammter Adams Erben. Da habe ich den Bass eben nicht, den es bräuchte, damit das wirklich toll klingt. Das hören Sie dann heute Abend von Dominik Wörner. Aber Sie hören. Gebiert Gottes Zorn den Tod und das Verderben. Die Akkorde. 3 verminderte Septakkorde. Es könnte langweilig werden, wir denken, es ist immer das Gleiche, aber es ist nie das Gleiche, er bringt sie immer in einer neuen Kombination. Und dann heißt's, denn was vom Fleisch geboren ist, ist nichts als Fleisch von Sünden aus angestecket, vergiftet und beflecket. Nun, Niklaus, eine hässliche Botschaft, oder? Ja, ich würde nicht sagen hässlich, aber es ist eine Botschaft, die massiv ist. Und man muss verstehen, dass dahinter natürlich steckt so etwas wie ein Bewusstsein des eigenen Ungenügens. Und das heißt eine Sündentheologie. Und natürlich hat diese Sündentheologie auch großen Schaden angerichtet. Trotzdem, ich glaube, Religion
ohne das Bewusstsein, dass etwas bei uns nicht gut ist, kann es nicht geben. Und in diesem Sinne, glaube ich, muss man versuchen, diese harten Worte in einen Kontext zu stellen, in einen historischen Kontext. Man muss versuchen, mit einem freundlichen Auge trotzdem die Erfahrungen, die drin sind, zu verstehen. Ich glaube, man könnte es so sagen, also wenn hier Erbsünde angesteckt, vergiftet, befleckt, über eine Fülle von Bildern, von Metaphern, die etwas ausdrücken wollen, aber in dieser Verdichtung werden sie gleichsam problematisch. Ich habe einen sehr interessanten Aufsatz gelesen eines französisch-amerikanischen Religionsphilosophen, Paul Ricoeur. Er hat auf eine ganz eindrückliche Weise gesagt, das, was als Erfahrung da drin steckt, das dürfen wir nicht verloren geben. Aber wir müssen schauen, dass hier diese Begriffe verhärtet worden sind, dogmatisiert worden sind. Und er sagt, man muss die Begriffe destruieren, das heißt historisch verstehen, aber in ihrer Verdinglichung, und das heißt, dass man sie wie Sachen nimmt, Ansteckung, dass man denkt, Vergiftung, Befleckung, dass man das nicht begrifflich fasst, sondern von der Erfahrung her fasst. Und er sagt dann sehr eindrücklich, wenn man das macht, dann geben diese Bilder, Symbole uns zu denken über uns selbst. Und die Frage, wie kann man neu werden, wenn man kein Bewusstsein davon hat, dass Neuwerdung notwendig ist. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns versuchen, diese Begriffe nicht einfach abzulehnen, sondern sie historisch etwas in Distanz zu rücken, aber sie zu verstehen versuchen. Und ich glaube, dann werden wir auch überwinden eine nun tatsächlich hochproblematische Tradition, nämlich eine Tradition, in der Eva, die Sünde, der Sündenfall, die Schlange wirklich etwas in die Welt hineingebracht hat, was nicht gut ist. Paul Ricoeur sagt, es war der Versuch, Gnosis abzulehnen, eine religionsphilosophische Bewegung, die die Welt sozusagen ganz negativ gemacht hat, aber leider, sagt er, hat man gnostische Denkmittel übernommen und selber etwas Ähnliches gemacht. Der lange Rede, kurzer Sinn. Ein wenig gehört es dazu, über eigene Verfehlungen, über das eigene, auch destruktive Element in unserem Geist nachzudenken. Erst dann wird die große Botschaft des Neuwerdens, wird erst dann bei uns ankommen können. Die Musik ist eine Folie und das wird natürlich dargestellt. Wenn Sie nochmals die Basslinie hören, gebiert Gottes Zorn. Derben. Denn was vom Fleisch geboren ist, ist nichts als Fleisch, vom Sünden angesteckt, vergiftet und beflecket. Und jetzt die andere Folie. Wie selig ist ein Christ. Hier ist es Bach, der sogar eine Verzierung für den Evangelisten oder den Pfarrer oder wer es ist, darstellt, den Bassisten, die Seligkeit. Und Sie hören, es ist hier dieses Kadenz. Und jetzt nicht etwa so oder so, sondern sehr weich in die Subdominante. Und das ist immer sehr spannend bei Johann Sebastian Bach zu sehen, in welche Richtung dreht er die Musik. Und gleichsam hier zeigt er das Bild des Christen, nämlich er wird im Geist und Wasser bade, ein Kind der Seligkeit und Gnade. In C-Dur. Er ziert Christ umham und seiner Unschuld weiße Seide. Hier siehst du, ist deine weiße Kleidung wieder vorhanden und er wird mit Christi Blut
das Blut des Neuen Testamentes, quasi hier die Passion, ist wieder mit vermindertem Septakkord belegt, der ihren Purpur kleide im Taufbad angetan. Es sind Worte, die wir immer wieder bei Salomon Frank finden. Ich glaube, die liebt er sehr. Die Farben, das Weiße, das Ehrenpurpurkleide. Vielleicht hast du hier noch Ergänzungen, Niklaus. Ja, dieser erstaunliche Ausdruck, Christum anziehen, den neuen Menschen anziehen. Klaus Bartels, der verstorbene Altphilologe, hat sehr eindrücklich gesagt, wenn man die Wortwurzel mithört, dann merkt man, es ist weniger ein Anziehen, sondern ein Eintauchen. Er hat gesagt, in der Antike haben eigentlich nur thrakische Polizisten Hosen gehabt, um sie anzuziehen. Man ist eingetaucht in einen Umwurf und dann hört man etwas mit, nämlich nun eintauchen in diese Christuswirklichkeit. Und wenn man das hört, dann glaube ich, schlüssen sich solche Bilder auf. Und dann wird es schön, Christum anziehen und seiner Unschuld weiße Seide neu eintauchen, eingewandert werden. Dann bekommt es was Strahlendes. Eine Übereinkunft von Wort und Musik. Etwas, das wir seit 15 Jahren, meine Damen und Herren, immer wieder erleben. Ich glaube, Sie könnten nach vorne kommen und mir sagen, hier mit der Stecknadel in einen Takt hinein, Herr Lutz, erklären Sie uns das. Und ich glaube, ich wäre nicht verlegen, Ihnen etwas Schönes zu sagen, wo man merkt, dieser Mann hat sich enorm beschäftigt mit den Texten und natürlich mit der Musikalisierung. Wenn Sie das Cello hören bei der Arie 3, das Cello spielt also nicht eine Begleitung, sondern das Cello spielt schon die Melodie der Altistin, nämlich Jesu, der aus großer Liebe in der Taufe mir verschriebe. Und hören Sie dieses Eintauchen in die Taufe. Man hat den Eindruck, es sei fast zweistimmig. Und das Cello hat auch, wenn man das harmonisch anschaut, fast so schön wie Autumn Leaves. Die Weichheit, die in dieser Figur drin ist, empfinde ich auch als Emotion, als etwas, wo man sagt, ja, Jesus tut es. Nämlich, was macht er? Aus großer Liebe in der Taufe mir verschriebe. Jetzt eine Frage an dich, Niklaus. Leben, Heil und Seligkeit. Das sind Wörter, wenn man sie hört, denkt man, ja, jetzt sind wir in der Kirche. Was gibt's heute für einen Braten? Vielleicht denkt man auch noch an den Wein. Aber was ist hier gemeint? Mir verschrieben Leben, Heil und Seligkeit. Ist doch ein riesiges Gebiet. Ja, und das ist das Schöne daran auch. Das mit dem Leben ist der Bezug zu unserer Körperlichkeit, zu unserem wirklichen Leben gemeint und dass sich auch in diesem Leben etwas erneuert werden soll. Mit dem Heil kommt etwas anderes dazu. Es kommt die Heilung dazu. Es kommt das dazu, dass wir gesund werden. Und mit der Seligkeit, da kommt das Innerliche zum Leuchten. Und deshalb ist es schön, dass es nicht nur heißt, getauft, jetzt ist alles gut, sondern drei Grunddimensionen werden entfaltet und dann sehr schön das Wort Gnadenbund. Wenn man die lutherische Theologie kennt, dann ist das erste Bund, ist sozusagen der Gesetzesbund, Sinai. Und daran scheitert man nach lutherischer Vorstellung. Hingegen der Gnadenbund, das ist das Geschenk. Von daher wiederum dieses Liebevolle, dieses Glänzende, das da hineinkommt, das wird auch hörbar gemacht. Es ist eine dunkle Arie. Sie werden hören mit einer tiefen Stimme, mit zwei tiefen Stimmen, eine Altstimme und ein Cello mit dem Continuo zusammen. Und dann gibt's aber doch dann im zweiten Teil des Textes, hilf, dass ich mich dessen freue und den Gnadenbund erneue
in der ganzen Lebenszeit. Und wenn es dann hier von unten her kommt, die Freude, Freude, die Melodie ist ganz klar, wir hören den Aufstieg mit den Trillern. Was macht aber die Bassstimme? Nimmt diesen Tauf, Schwung und macht la rim pam pa rim pam ta rim pam ti rim tam ti ri. Also die Gegenbewegung, das klingt so. Und dann wieder das Ritornell zum Schluss. Sie möchten es vielleicht sehen im Luzogramm, die Nummer C. Jesu, dir aus großer Liebe in der Taufe steht. Eine kurze und bündige Arie. Und dann kommt das Herzstück der Kantate, mindestens für mich so. Ein sogenanntes Recitativo con strumenti. Sie wissen, wenn Jesus in der Matthäus-Passion vorkommt, dann wird er begleitet mit dieser Gloriole der Streicher. Und hier ist das ganz, ganz ähnlich. Ich spiele Ihnen den Anfang vor. Ich habe ja mein Seelenbräutigam, da du mich neu geboren, dir hielt ich treu zu sein geschworen. Ist das nicht herrlich, diese Musik? Und Sie werden es heute Abend hören, mit den Streichern noch viel schöner. Was geht hier vor in dieser Nummer 4, Niklaus? Ich finde es schön, dass hier neben der Tauftheologie nun auch ein Stück weit eben die Ethik hineinkommt, dadurch, dass der Begriff des Bundes auch heißt, es gibt Regeln in diesem Bund. Jetzt sehr eindrücklich, es wird die ganze innige Theologie hineingepackt, mein Seelenbräutigam, da du mich neu geboren, dir ewig treu zu sein geschworen, hochheiliges Gotteslamm, doch ich habe den Taufbund oft gebrochen. Das heißt, Taufe meint wirklich auch, jetzt, wenn du neu geboren bist, lebe ein neues Leben, lebe ein menschliches Leben und das Wissen darum, dass wir daran oft scheitern. Jetzt sehr eindrücklich sozusagen das Innige, dass das reflektiert wird und dann die Bitte um die Vergebung und dann wird nochmal erinnert, vergib mir die begangene Sünde, du weißt, mein Gott, wie schmerzlich ich empfinde der alten Schlangenstich. Jetzt wird das wieder aufgenommen, Sündenfall, der Biss der Schlange, der Stich. Das Sündengift verderbt mir Leib und Seele. Hilf, dass ich gläubig dich erwähle, blutrotes Schlangenbild. Erstaunlich. Also das musste ich dann meinen Musikerinnen und Musikern doch sehr genau erklären. Sie waren erstaunt über diesen Bildern. Und ich habe natürlich mich dann auch ein bisschen informiert. Aber es ist natürlich schon eine eindrückliche Geschichte. Es ist, glaube ich, 4. Mose, gell? Genau. Da müsstest du uns vielleicht doch noch ein bisschen was erklären. Ja. Weil es gibt da verschiedene Schlangenbilder und das Heilsschlänglein kommt dann auch noch vor. Ich werde dann nachher zeigen, wie Bach mit dem Schlänglein dann umgeht. Und noch ein paar weitere Details. Aber erzähl doch du die Geschichte. Ja, das ist eben auch johannäische Theologie, die es liebt, Symbole sozusagen auszukosten. Und jetzt hat dieser Johannes entdeckt, dass im 4. Buch Mose, in Numeri, Kapitel 21, heißt es nämlich, dass der Menschensohn, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jetzt ruft Johannes gleichsam auf diese Stelle, wo die Israeliten murren, und dann kommen diese Schlangen, diese giftigen Schlangen, und Mose erhöht eine eherne Schlange. Und wer auf diese Schlange schaut, der ist vom Schlangenbiss, vom Tod sozusagen, ist er verschont.
Darf ich aber hier noch intervenieren? Ich habe es nämlich ganz genau gelesen. Gott schickt die Schlangen, er will da die Israeliten ein bisschen auf den anständigen Weg wieder zurückbringen und die beißen und sie sterben. Und dann sagen sie, ah, wir haben etwas gemacht, wir müssen büßen. Und das ganze Bußding ist ja auch im Mose doch drin, oder? Sehr schön. Und nachher sagt er mit Gott, was sollen wir machen? Ja, mach eine eherne Schlange. Wenn Sie das anschauen, dann werden Sie zwar gebissen, aber Sie sterben nicht. Also ich habe es dann schon interessant gefunden. Ja, und das ist natürlich wie bei allen biblischen Texten. Die Aufnahme solcher Symbole ist selektiv. Das heißt, Johannes wählt das, um zu zeigen, das Christusgeschehen, das Kreuzesgeschehen ist ein Heilungsgeschehen. Und er ruft damit auf, das wissen wir, eigentlich altes religionsgeschichtliches Material, Schlangenkulte. Sehr eindrücklich, wie er ganz selektiv das aufnimmt und es dann zu einem positiven Symbol wird. Ist es nicht so, dass er dann sagt, man solle aufschauen zum gekreuzigten Christus? Genau. Im Johannesevangelium in diesem Text und dieses Bild sozusagen umkehrt? Genau, und Luther verstärkt das in seiner Hauspostille, indem er sagt, wenn du diesen Christus anschaust, dann erinnerst du dich auch, dass du getauft bist und dass du ein neuer Mensch geworden bist, lebe das nun auch. Und hier jetzt einige kleine Details aus der Bachschen Partitur. Ich habe es für Sie aufgeschrieben bei Dora. Erstens einmal dieses Ewig, das ist eindrücklich, wenn er dann singen lässt vom Bass. Dir ewig treu zu sein geschworen. Und jetzt kommt das hochheilige Gotteslamm. Und ich denk an die Knaben oder an die Soprane, die in der Matthäus-Passion den Choral singen vom Lamm Gottes unschuldig am Kreuzesstamm geschlachtet. Auch in G-Dur übrigens. Und hier hoch heiliges Gottes Lamm. Und das Enorme, er hat eine Violinstimme dazu. Die gegenläuft, auch hier. Ich habe den Eindruck, man sieht johannische Theologie wirklich in natura, in dieser Art und Weise, dieses Ausbreiten. Und wer natürlich das alles versteht und diese Zusammenhänge sieht zwischen Mose und Johannes und dieser Bachschen Musik, kann dann vielleicht Bach wirklich lesen als einen ganz großen Exegeten. Dann natürlich die Geigenmelodie. Da hören Sie gleichsam, die Person sagt, ach Gott, nein, bitte, tu diese Schlangen weg. Ich weiß, ich habe den Taufbund gebrochen und nicht erfüllt, was mir versprochen. Erbarm dich. Sie werden hören, jedes Wort wird dargestellt. Die Schlangen kommen jetzt. Der alten Schlangenstich. Alles dargestellt. Das Sündengift verderbt mir Leib und Seele. Es wird weicher. Hilf, dass ich gläubig wähle, dich erwähle. Jetzt kommt das andere Bild. Blutrotes Schlangenbild. Aber die allerschönste Stelle kommt erst jetzt. Das an dem Kreuz erhöht. Oder? Das alle Schmerzen stillt und mich erquickt, wenn alle Kraft vergeht. Pianissimo, keine Kadenz und nur im Bass. Der Mensch, der stirbt, sagt, ich hoffe, dass ich dann von dir eben in meines Todes Tod das Heilsschlänglein sehe. Also Sie werden hören, sind Sie dabei bei jedem einzelnen Ton von den Geigen, von den Bratschen, von dem Basso Continuo und vom Sänger. Ein Prunkstück, das für mich zu den ganz großen rezitativen
begleiteten Rezitativen gehört. Und nachher Folgendes. Die Arie für Tenor und Violinen unisono. Wie empfindest du diese Musik, Niklaus? Ja, sie entspricht dem, was hier geglaubt und auch gepredigt wird. Jesu, meines Todes Tod, Aufnahme, Paulus, 1. Korinther 15. Der Tod ist nun überwunden, hat seinen Stachel verloren. Lass in meinem Leben und in meiner letzten Not mir vor Augen schweben, dass du mein Heilschlänglein seist. Überraschender Ausdruck. Ich habe bei Albert Schweitzer habe ich gefunden, dass er gesagt hat, sein geschmackloses Wort, sagt er, aber Bach ist dankbar dafür, weil er etwas damit machen kann. Was hat Bach mit diesem Heilschlänglein musikalisch gemacht? Ja, wenn man die Musik hört, hat man überhaupt nicht den Eindruck, es gehe um Musik für die letzte Stunde. Die ist meistens sehr, sehr betrübt. Aber es ist lieblich. Ich erinnere mich sogar an... Das waren jetzt die beiden Sachen zusammen. Es funktioniert. Ich habe ganz einen lustigen Artikel, einen lustigen Ausdruck gefunden. Ist vielleicht nicht sehr seriös, aber vielleicht haben Sie auch gerne Nougat, meine Damen und Herren. So schönes, wunderbares, knuspriges Nougat mit dieser weichen Füllung. Das sind alles Quarten. Ich spiele sie mal zusammen. Jetzt kommen die Terzen. Und darum habe ich gesagt, spielt doch in den Geigen schöne Nougat-Quarten. Heute Abend werden Sie hören, wie das klingt. Und der Tenor dazu. Jesu, meines Todes Tod. Also hier empfinde ich eine Glaubensgewissheit und gar keine Angst vor dem Tod. Eine Arie, die sozusagen aus dem Rezitativ heraus eigentlich in einer ganz großen Erlöstheit für mich daherkommt. Das Heilsschlänglein empfinde ich als diese Melodie, also ein Begriff aus dem Libretto von Salomo, Frank, den Bach benutzt, um zu einem musikalischen Bild zu kommen. Ja, und ich finde es eigentlich nicht ein geschmackloses Wort, sondern natürlich ist es barock, aber es nimmt etwas von einer ganz, ganz tiefen Symbolik auf, nämlich eben, dass hier ein Heilmittel uns zugekommen ist. Und in diesem Sinne sieht man fast ein wenig wie bei der Apotheke, man sieht das Schlänglein. Ja, ja, genau. Ich habe etwas ganz Schönes gelesen von einem Jazzpianisten, Herbie Hancock. Herbie Hancock beschreibt eine Situation, in der er einen schrecklichen Fehler gemacht hat. Miles Davis ist daneben und er will versinken und sagt, Miles Davis hat meinen Fehler korrigiert und richtig gemacht. Und er sagt, das ist die Aufgabe von großer Musik und von Spiritualität, to turn poison into medicine. Das bewegt mich. Wenn ich sagen müsste, was ich am liebsten tun möchte, wenn ich Pfarrer bin, Gift in Medizin zu verwandeln, mit Menschen sprechen, ihnen zu helfen. Und so empfinde ich diese Musik, to turn poison into medicine. Da kommt mir Heinrich Heine in den Sinn, der ja einmal von der großartigen Apotheke spricht und sagt, dieses Mittel, dieses Schreckliche von Hiob, müsse auch drin sein in der ganzen Sammlung der Bibel. Ich glaube, das geht ein bisschen in diese Richtung. Und die Lieblichkeit im Verlauf der Kantate nimmt ein bisschen den Anfang. Die
Du siehst, man könnte gleich die beiden Stücke miteinander verbinden. Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage. Was hat das eigentlich alles mit Trinitatis zu tun? Ich meine, das ist doch das Fest, wo die Dreieinigkeit sich feiert und wo alle drei dann zusammen sozusagen für die nächste Zeit bestimmend sind. Es kommt erster Sonntag nach Trinitatis, dann zweiter Sonntag etc. bis allenfalls zum 27., je nachdem wie die Ostern liegt. Könntest du uns das vielleicht erklären? Nämlich, wir haben viel von Wasser gesprochen und hier jetzt der Heilige Geist. Es zeigt irgendwie, wie schön diese Sinnordnung ist des Kirchenjahres, wenn man es ernst nimmt und wenn man sich ein bisschen einliest. Pfingsten, das Fest des Geistes, man wird hineingenommen in dieses Neue hinein. Und jetzt, erster Sonntag nach Pfingsten, Trinitatis, das Fest der Dreieinigkeit, in dem eben nicht nur Gott Vater Schöpfer, nicht nur Christus, sondern auch der Geist in seiner Wirkung bedacht wird. Und deshalb die Taufe. Die Taufe ist die Aneignung dieses Geschehens. In diesem Sinne leuchtet es mir sehr ein und bei jeder Taufe wird auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Insofern macht es für mich Sinn, neudeutsch gesagt. Es ist eine schöne Sinnordnung. Und es leuchtet ein, und wenn man dann eben noch Johannes 3 dazu nimmt, diese Bibelstelle vom Neugeborenwerden, von dem, dass man als Christ eine Existenz leben soll, die diese Befreiung sozusagen mitnimmt ins Leben, dann finde ich es einleuchtend. Ich möchte nochmals musikalisch zusammenfassen. Wir denken am Anfang das Wasserbad, das Heilige Geist und Wasserbad mit der Fuga. Dann die Flut. Die alle Missetat wegwäscht. Und dann im Rezitativ der knurrende, murrende, der sagt, hallo, die Erbsünde, und nachher der Christ in den weißen Kleidern und dem Purpurmantel und dann die Liebe von Jesus mit dem kurz und bündig geht zum Prunkstück. Ich habe ja. Und die Gottesherrlichkeit, das Gotteslamm, die Bitte um Vergebung mit all den verminderten Septakkorden, die verschiedenen Schlangensorten, die hier vorgeführt wird. Und dann nachher die Heilsschlänglein. Und dann der Choral zum Schluss, der alles zusammenfasst. Sein Wort, sein Tauf, und jetzt kommt noch das Abendmahl dazu, sein Nachtmahl dient wieder allen Unfall. Der Heilige Geist im Glauben lehrt uns darauf vertrauen. Sie kennen den Choral sicher. Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl, dann wieder allen Unfall. Jetzt werden Sie ihn noch besser erkennen. Da, 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 di, da, 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 di, da, 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 di, da. So singen wir ihn jedenfalls. Prachtvolle Worte. Eine Frage, eine letzte an dich, Niklaus. Du hast uns ja Deilings Trost-, Lebens- und Glaubenssprüche am Anfang vorgelesen. Könnten wir nicht nochmals auf die Bezug nehmen und schauen, ob Bach wirklich und der Librettist Salomo Frank auf diese wichtigen Sachen Acht gibt, obschon die stammen aus 1734 und Bach hat die Kantate ja viel früher geschrieben. Also man sieht sehr schön, dass wirklich ganz viele Dinge drin sind. Zuerst Glaubenslehre durchs Wort und Sakrament, haben wir jetzt gleich gehört. Nicht nur Taufe, sondern auch Abendmahl, dass man dieses neue Leben feiern, leben soll. Dann die Lebenspflicht, hier kommt die Ernsthaftigkeit hinein. Lebe das nun wirklich auch. Und du hast uns sehr schön deutlich gemacht, wie diese Ernsthaftigkeit auch hörbar ist in dieser Musik. Und dann Glaubenstrost, sehr eindrücklich, wie die Perspektive in dieser schönen
Arie Jesu meines Todes tot. Es ist wirklich eine tröstliche Perspektive, die hier aufgemacht wird und die auch musikalisch zum Klingen kommt. Sie sehen dieses großartige Seitenstück zur Predigt, was die Kantate ja ist, und auf eine ganz andere Art und Weise auch für den inneren Gottesdienst dazu dient, dass man sich eigentlich in Andacht begibt. Das Wort Andacht ist ja bei Bach sehr wichtig, in der Bibel Notiz bei 2. Chronik sagt er. Wo wirklich andächtige Musik entsteht, da ist garantiert Gottes Gegenwart da. Das ist ein herrliches Wort. Und ich glaube, wir spüren das, wenn wir die Bachsche Musik hören. Das hoffe ich, meine Damen und Herren, soll uns heute Abend bei der Aufführung gelingen. Und wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.